Ja, wir haben jetzt hier bei uns am Tisch der Alec Vograferried, der grosse Sieger vom heutigen Tag. Wie geht's noch? Gut, sehr gut. Hättet ihr es erwartet, dass es so ist rausgekommen? Wir haben vor zwei Wochen zusammen geredet und dann hat er gesagt, erzählt ihr mir, wie es rauskommt. Und ich habe es auch nicht so recht gewusst. Und, Eben, und ich auch nicht. Und darum ist es eine Überraschung. Nein, es ist wirklich eine riesen Überraschung für mich. Aber eine Überraschung, die ja unglaublich stark ausgefallen ist. Doch das überrascht in dieser Klarheit. Wir sehen ja noch, das Ergebnis haben wir hier vor uns. Ja, also ich denke, es ist in erster Linie ein riesen Ergebnis auch für RGM. Ein riesen Vertrauensbeweis. Also wir haben jetzt die vier Sitze. Das ist natürlich auch eine grosse Verantwortung. Aber man muss mal sagen, RGM hat 24 Jahre geschafft. Ich bin nicht dabei gewesen. Aber das ist in erster Linie, glaube ich, ein grosses Vertrauen für die Gemeinderatsmehrheit, die bis jetzt am Ruder war. Die Mobilisierung hat ja gut geklappt. Gestern Morgen habe ich noch gesehen, im Münstergassmärit sind gestanden und haben die Taschen verteilt. Die sind dort hergegangen, wo die Leute sind. Ja, die Mobilisierung ist natürlich alles. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Heute hat man ja gesehen, es hat riesen Schlangen noch vor dem Wahllokal gehabt. Also wir haben es wirklich geschafft, die Leute an Turnen zu bringen, und das wird dann das grosse Thema sein. Am 15. Januar geht es dann nicht mehr um die Wahlen, oder? Da geht es dann nur noch um wenig, und das wird dann dort sicher etwas ganz anderes sein. Aber die Mobilisierung hat sicher sehr gut funktioniert. Für uns auch ein bisschen unsicher gewesen, wer hätte jetzt so gut können mobilisieren, und heute Abend können wir feststellen, muss es mir selber gewesen. Und jetzt geht es natürlich darum, einen neuen Job ab nächstes Jahr. Gemeinderat, oder? Einen neuen Job, einen neuen Beruf. Was für Qualitäten braucht ein Gemeinderat in einer Stadt wie Bern? Ja, Führungsqualitäten, mit allen Leuten können reden und nachher auch Mehrheiten gewinnen, gute Projektideen zu haben und nachher die Projektideen auch können umsetzen. Was neu wird sein in diesem Gemeinderat, man hat rechts aussen eigentlich nicht mehr drin, man hat die rechten Parteien nicht mehr drin, aber dir gelten ja so ein bisschen als der Rechtist von den Linken. Werdet ihr dann auch ein bisschen bürgerlicher politisieren auf Regierungsebene? Nein, das kann ich glaube jetzt hier nicht versprechen, aber wir werden sicher schauen, dass wir eben alle Leute können abholen, dass wir alle Leute einbeziehen können. Und es wird ein bisschen schwieriger sein, eben wenn wir nicht mehr, also wir werden noch den Reto Nause haben, aber wir werden sonst die bürgerliche Stimme nicht mehr im Gemeinderat innen haben. Und dann müssen wir einfach schauen, dass wir trotzdem die bereits bei unseren Beratungen können berücksichtigen. Und das wird schwieriger sein gegenüber dem, was bis jetzt ist. Und die Frage jetzt noch nach der Stappi, nach dem zweiten Wahlgang. Stellt ihr euch die noch überhaupt, ob ihr noch mal antretet oder nicht? Nein, ich glaube, das Ergebnis ist schon eine Verpflichtung. Also ich könnte jetzt nicht einfach sagen, ich mache nicht mehr. Also so geht es nicht. Also mit einem solchen Ergebnis, glaube ich, ist die Antwort selber gegeben. Wie seht ihr denn jetzt in diesem Moment die Zukunft von Rot-Grün-Mitte? Weil es ist ja im Vorfeld viel Wahlkampf und Kämpferei und geschlagen worden auf der linken Seite, auf der Rot-Grün-Mitte-Seite. Hat man manchmal das Gefühl gehabt, läuft fast mehr Kampf als irgendwie gegenüber rechts aussen oder gegen rechts. Ist das RGM-Bündnis, jetzt hat man es nochmal gebraucht, jetzt hat man es nochmal geschafft und dann ist es vorbei. Nein, ich habe das nicht so erlebt. Ich habe eigentlich das erlebt, dass wir das gemeinsame können durchtragen durch den ganzen Wahlkampf. Es hat eigentlich nie einen Moment gegeben, wo es irgendeine Spaltung hätte gegeben. Wir haben das gemeinsam gemacht und das hat gemeinsam auch gut funktioniert. Was eine Frage war, die ist aufgekommen und was bei diesem Ergebnis vielleicht verstärkt wird. Jetzt haben wir 60% der Stimmen und vier Sitze. Und 40%, die nicht dabei sind, haben jetzt noch einen Sitz. Und das wird die Frage nach den Majorzwahlen, die jetzt ist diskutiert worden, ich glaube, die Frage, die muss man ernsthaft diskutieren nach den Wahlen. Gleich jetzt nochmal so für euch. Neuer Job haben wir vorher schon angetönt. Jetzt eine Herausforderung, die da kommt. Über das haben wir auch schon geredet. Was braucht Bern für die nächsten vier Jahre für eine Regierung? Ja, also eine gute, denke ich. Also, hoffentlich. Es braucht eine gute Regierung. Wir wollen mit dem Kanton gut zusammenarbeiten. Wir wollen Bern zusammen mit dem Kanton auch weiterbringen. Wir wollen Bern in der Schweiz weiterbringen. Und wir wollen, dass es allen Leuten in Bern gut geht. Und das sind grosse Herausforderungen. Und die nehmen wir sicher mit viel, viel Elan und voll motiviert an. Wenn wir jetzt so von null, wenn ich jetzt dem so darf sagen, also eben nicht im Gemeinderat, und jetzt im Gemeinderat und unter Umständen noch der Stadtpräsident, das ist eine stolze Karriere. Man soll eben sagen, das sind zwei Schritte auf einen. Ja, ich denke, ich bin sehr gut vorbereitet auf die Schritte. Ich kenne die Stadt sehr gut. Ich war Stadthalter 8 Jahre lang. Also,
ich weiss eigentlich, um was es geht in der Stadt, in der Stadtpolitik. Und ich freue mich drauf und werde, glaube dort, ich habe dort sehr viel zu bieten. Noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, wo ihr das Gefühl habt, in 4 Jahren wird man sagen, wow, das hat jetzt der Alec Vograferiet für Bern erreicht? In 4 Jahren, was man wird sagen? Also, das muss ich jetzt noch ein bisschen schauen, aber es gibt viele Politikfelder. Oder? Wir haben die Wohnbaupolitik, die wir weiterbringen müssen. Wir werden in der Verkehrspolitik das eine oder andere müssen erreichen. Wir wollen die Velopolitik weiterbringen. Es gibt so viel zu tun und man kann nicht einfach sagen, das hat man gut gemacht und das hat man dafür weniger gut gemacht. Wir wollen ja alles gut machen und ich glaube, wenn wir in allen Feldern erfolgreich sind, wie das Rot-Grün mit jetzt in den letzten Jahren war, jetzt auch noch mit guten Stadtfinanzen, also da hat man schon sehr viel erreicht und wenn wir einen vergleichbaren Leistungsausweis in 4 Jahren herbringen können, dann haben wir für die Leute von der Stadt viel erreicht. Alec Vograferiet, ganz herzlichen Dank und alles Gute im neuen Amt. Merci, herzlichen Dank und merci, das wollte ich noch sagen, allen Wählerinnen und Wählern, dass sie überhaupt wählen und dass sie uns auch in den Gemeinderat gewählt haben und uns das Vertrauen ausgesprochen haben.